Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video machen wir etwas ganz Besonderes und zwar zeigen wir euch, wie wir unsere Autogrammkarten geshootet haben und noch einiges anderes, also seid gespannt. Bevor es soweit ist, zeigen wir euch aber noch, was wir an dem Tag gemacht haben. Wir haben nämlich Stangen bemalt und hier seht ihr die Sternschnuppe mit ihren Kollegen auf der Koppel liegen. Da geht es ihnen richtig gut. Die haben die Koppel bis zum Waldrad hinten und da haben sie gerade einfach ein bisschen gechillt. Grüß Gott. Grüß Gott, wollen Sie aufsteigen? Ja, sehr gerne. Sind Sie das Shuttle hier am Hof? Das Bus-Shuttle oder das Traktor-Shuttle? Und wie rum setzt man sich da rein? Also das ist so. Hier ist das Polster. Oh geil. Und jetzt? Popo da rein. Und dann kann man sich so reinhoppen. Oh mega. Da geht auch so eine große Person wie ich rein. Das probieren wir doch mal. Na super, ich würde gerne einmal zum Hengststall fahren. Okay. Oh, ich hoffe, ich mache dir da nichts kaputt. Einmal für Waldhüter. Und jetzt geht's los. Julian, das ist sehr wackelig. Da kann der Papi nicht drauf. Ich hoffe, ich mache es dir nicht kaputt. Was? Ich hoffe, ich mache es dir nicht kaputt. Nee. Da bauen wir mal was Stabileres, würde ich sagen. Ich glaube, das ist nur für Kinder. Nee, kann man so machen. Ah, ich dachte schon, ich habe es schon kaputt gemacht. Aber auch die ist sehr wackelig. Doch, also ich, wenn du sagst, jetzt Julian, aber schau mal, wie das schon auseinanderbiegt. Das geht. So. Bist du dir sicher? Ja, hier, das nimmst du auf den Schuss. Okay. Jetzt geht's los. Ich weiß ja nicht, ob ich das halt, Julian. Meine Füße kriege ich gar nicht hoch. Warte, so jetzt. Okay. Ich glaube, wir müssen aber tatsächlich ein bisschen was Stabileres noch bauen. Einen richtigen Anhänger für dich. Oh, soll ich dich mal rumfahren? Ich bin gerade nicht mehr Mensch. Bist du selber schon mal mitgefahren? Was? Soll ich dich mal rumfahren? Nee. Willst du nicht? Nee. Weil Mami, immer wenn ich gerade K.O. bin bei Mann, oh, kannst du dich hinchillen. Dann kann ich wieder weiter. Ja, das sieht natürlich mega gut aus. Jetzt mache ich gerade die verschiedenen Parcours. Ich habe mir einige angeschaut und was ihr hier seht, ist die Sprünge, die zuerst kamen. Es kam ein Sprung mit 5 gleichen Stangen, dann ein Sprung mit 3 gleichen Stangen und Planke. Dann kamen 4 gleiche Stangen, 4 plus Planke, 2 plus Planke, das war die Kombi. Die hatte 3 plus Planke, 2 plus Planke, also insgesamt 5. Und so habe ich mir jetzt hier auch den L-Spring-Parcours angeschaut. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir hier diesen L-Spring-Parcours machen und haben hier jetzt unsere Vorlagen. Und ich zeichne jetzt gerade hier, was wir malen möchten und habe genau ausgerechnet, welche Abstände. Jetzt nehme ich dann gleich noch einen Meterstab mit nach unten und dann geht's los zum Abkleben. Das ist eine Höllenarbeit, sage ich euch. Und jetzt mache ich die noch fertig. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir 2x2 Stangen bemalen, 2x3 Stangen gleich, 5x4 Stangen gleich und damit insgesamt 9 Muster machen. Also 9 verschiedene Muster und insgesamt 30 Stangen bemalen. Ja.
Ja, das sieht richtig schön aus schon. Ich bin gerade hier an der schwarzen Farbe zum Malen und die Lea zieht jetzt gerade die ersten Bänder ab von unseren ersten Stangen. Wir haben hier 4 fertig, dann die mache ich jetzt noch fertig, die blauen sind schon komplett fertig, die bleiben blau, die sind 3-farbig und mit der schwarz habe ich leider ein bisschen Probleme, seht ihr, da sind lauter weiße Fahrer drauf, weil der Pinsel nicht so optimal ist, aber naja, gebt mein Bestes, machen wir es, sagen wir so. Die Mami malt jetzt auch schon ein bisschen an. Na, also, hallo. Die malt die ganze Zeit an. Hallo. Ja, und jetzt machen wir hier mal eine asymmetrische Stange. Das heißt? Ja, die, mal, Bukina, zeig mal die anderen. Du kannst kurz erklären, wie sie hier gerade hochkonzentrieren. Also, symmetrisch sind immer diese Stangen so. Also, dass sie halt gleich auf beiden Seiten sozusagen sind. Da ist dick, dünn, dick, dick, dünn, dick. Und hier wird jetzt von da bis da zu der Linie wird das alles grün. Dann bleibt das weiß, das wird gelb, das ist, bleibt wieder weiß und das wird jetzt, wie es jetzt auch schon ist, gelb. Und dann ist sie halt nicht symmetrisch so. Und das ist für sowohl Reiter als auch Pferd schwieriger zum Anreiten. Hihi. Bisher hatten wir noch nicht so viele schöne Stangen bei uns. Deswegen haben wir gedacht, wir machen uns die Mühe, um wirklich viele schöne Stangen zu produzieren. Diese Stangen möchten wir dann auch nutzen, um Spring- und Stangenkurse anzubieten. Das heißt, es wird möglich sein, mit einem Pferd von extern auch zu uns zu kommen und diese Stangen zu nutzen. Wir möchten damit auch Leuten mit Pferden von extern die Möglichkeit geben, beim Reitunterricht bei uns mitzumachen oder auch unsere Galopprennbahn zu nutzen. Natürlich könnt ihr auch im Urlaub zu uns kommen, mit Pferd, mit Hund, das habt ihr bereits gefragt unterm Video. Ja, ihr könnt mit Pferd kommen, ihr könnt auch gerne mit Hund kommen und mit eurer ganzen Familie. Dann könnt ihr bei uns Urlaub machen, unsere Anlage nutzen, unsere Galoppbahn, unsere Reithalle, Longierzirkel, Führanlage und natürlich die riesengroßen, tollen Koppeln. Also wenn ihr Lust habt, dann kommt zu uns und erlebt bei uns eine schöne Zeit mit eurem Vierbeinern. Die Stangen haben wir übrigens von TTE und wenn ihr auch Stange kaufen möchtet oder Zubehör fürs Pferd, dann schaut doch gerne mal bei denen vorbei. Leider hat uns hier die Farbe nicht ganz gereicht. Das seht ihr jetzt unten links an den lilanen Stangen und wir müssen noch mal eine Aktion starten. Dann ging es los mit dem Autogramm-Shooting und das haben Leo und ich an einem schönen Sommertag gemacht mit Hilfe von meinem Mann. Ja, ihr seht es schon, die Lea hatte sich schon mal umgezogen, ich noch nicht. Das habe ich dann erst etwas später gemacht und wir haben erstmal versucht, eine gute Position zu finden. Zuerst waren wir auf dem Parkplatz bzw. da in der Nähe, weil es da auch sehr coole Bäume hat. Und dann haben wir uns aber entschlossen, dass wir hier in unseren Garten gehen. Schon mal so viel vorab, wenn du auch eine der ersten Autogrammkarten gewinnen möchtest, dann ist jetzt noch Zeit. Wir haben nämlich eine Verlosung gerade und wenn du dich in den Newsletter einträgst, den Link dazu schreibe ich dir mal hier rein und auch unter das Video. Da musst du nur deinen Namen und deine E-Mail-Adresse angeben, dann kannst du schon gewinnen und ich würde dir empfehlen, wenn du Lust hast, mach gerne mit und die Auslosung ist am 14. Juli und da werden wir dann online auch bekannt geben, wer diese allererste Autogrammkarte gewonnen hat und die schicken wir demjenigen auch gerne kostenfrei zu. Das ist ein kleines Dankeschön von uns an euch und wir haben noch viele Autogrammkarten für euch bestellt. Das heißt, auch die anderen werden bestimmt irgendwann hier oder da, wenn wir ein Meeting machen, auch eine Autogrammkarte bekommen. In dem gelben Eimer seht ihr, dass ich immer wieder hinlaufe, um mir Futter rauszuholen. Das heißt, Sternschnuppe wird bei uns immer belohnt, bei jedem Steigen, damit sie wirklich viel Spaß bei der Sache hat und ja, einfach es gerne macht und auch weiß, wofür sie es macht.
Das Steigen macht Sternschnuppe jetzt schon richtig, richtig gut. Und dafür zeige ich ihr mit einem ganz klaren Signal mit der Hand und der Gerte oben, was ich von ihr möchte. Und es kommt auch noch ein Kommando mit hinzu, damit sie das nicht einfach so macht. Das möchte man natürlich nicht, dass die Pferde steigen, obwohl man jetzt zu wenig Gesten oder sowas macht. Also auf minimale Gesten kann man es schon auch beibringen. Aber ich möchte natürlich, dass sie das nur macht, wenn ich diese Geste mache. Das heißt, ich mache diese Geste gerne relativ stark, damit sie ganz eindeutig weiß, soll ich jetzt steigen oder soll ich nicht steigen. Und damit kann man dem Pferd natürlich auch viel besser beibringen, normalerweise steige bitte nicht und jetzt steige bitte, indem man, wie gesagt, ein ganz, ganz klares Kommando zeigt. Dabei ist die Körpersprache viel, viel wichtiger als die Stimme. Das heißt, das Signal mit dem Wort, also wir sagen in dem Fall Jiha, das ist deutlich weniger wichtig als die Körpersprache. Und auf die Körpersprache reagiert Sternschnuppe auch sehr, sehr gut. Dann habe ich mich umgezogen und war dran. Ich habe auch ein blaues Kleid. Wir haben gedacht, das passt doch richtig gut. Und den Baldi wollten wir natürlich auch super gerne mit auf unseren Autogrammkarten haben. Und ich dachte, dass es richtig cool ausschaut, wenn der Baldi auch springt. Aber das haben wir dann hinterher, da waren wir so hin und her gerissen. Was denkt ihr denn? Ich blende euch mal das Bild ein, wo Baldi springt. Und dann auch nochmal, als Baldi sitzt. Und wir haben dann gedacht, dass ja bei Pferdewissen die Sternschnuppe im Vordergrund steht und wir als Personin und jetzt nicht der Baldi. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, dass wir den Baldi einfach nur sitzen lassen. Hier musste jetzt die Sternschnuppe nochmal raus aus dem Bild. Die durfte einfach bei uns hier rumlaufen und noch ein bisschen grasen im Garten. Aber da sie jetzt genau im Hintergrund war und ich das ja nachher zusammenfügen möchte, wäre das blöd gewesen, wenn die Sternschnuppe jetzt zweimal im Bild gewesen wäre. Deswegen versucht die Lea jetzt, sie auch ein bisschen rüber zu bekommen. Und jetzt düst die Lea nochmal woanders hin. Aber genau, ich habe jetzt mit dem Baldi einfach hier noch ein paar Tricks gemacht und Männchen. Und ja, das hat Baldi auch mit richtig viel Freude und Spaß mitgemacht. Sobald ich ein bisschen Fleisch in der Hand habe, macht er einfach alles und ist mit Freude und Eifer bei der Arbeit. Er ist ja auch als Suchhund, haben wir die Suchhundeausbildung gestartet. Und das macht er auch richtig gut. Also Baldi hat einfach immer Spaß, wenn er auch mit dabei ist und wenn er auch was machen darf und nicht nur zuschauen. Dann sind wir noch ein bisschen gehüpft und dabei ist dann auch das Bild entstanden, das wir dann letztendlich auf den Autogrammkarten genommen haben. Hier seht ihr jetzt nochmal, wie auch ich ein paar Anläufe brauche, um zu gucken, wie ich springe. Das war jetzt natürlich noch kein so ein wahnsinnig hoher Sprung. Aber dann bin ich einfach nochmal zurück, habe nochmal ein bisschen Anlauf genommen und das müsste jetzt das Bild gewesen sein, was wir tatsächlich auf unseren Autogrammkarten genommen haben. Ich bin gespannt, was ihr zu unseren Autogrammkarten sagt, wie ihr es findet. Und ja, wie gesagt, wenn ihr auch eine bekommen möchtet, dann tragt euch ein. Link steht unter dem Video. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das würde uns riesig freuen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.